erfolgreichen Jahre der deutschen Gespannfahrer. 21 Weltmeistertitel von 1948 bis 1976. Viermal Weltmeister allein Max Deubel und Emil Hörner. Ein Fahrausschnitt auf dem Nürburgring 1963. 1981 die Frage an Max Deubel, warum die Erfolge von einst heute ausbleiben. Dann erfreulich, dass Jahrzehnte deutsche Fahrer immer dominierend waren, obwohl sie immer und zu jeder Zeit starke Konkurrenten aus England und der Schweiz hatten, was heute noch das Gleiche ist. Die besten Leute kommen aus Holland, Deutschland, Frankreich, England. Es ist sicherlich eine finanzielle Frage, dass der Nachwuchs sich nicht das leisten kann, was die absolute Spitze angeboten bekommt. Die Probleme von Schneider, Strauß, Fahrt, Wohlgemuth und hier 1969 Siegfried Schauzu bei der Touristrophe auf der Isle of Man, die er insgesamt 9-mal gewann, waren damals ganz anders. Doch Siegfried Schauzu, der Kfz-Mechaniker aus Siegen, ist heute mit 41 Jahren immer noch dabei und kann das Lächeln seiner Kollegen heute über diese Bilder schon verstehen. Das Motorrad mit Beiwagen auf dem hohen Rad, getrieben von 60 PS Zweizylindermotor. Auf dem Hockenheimring gibt es sowas nicht mehr. Hier die wassergekühlte Vierzylindermaschine, leistet gut 120 PS, profillose Reifen, Niederquerschnitt und eine Karosserie, den technisch neuesten Stand nach entwickelt. Das sind die Bedingungen heute. Die voranschreitende Entwicklung mithalten können, das kostet viel, viel Geld, zu viel für Siegfried Schauzu, der ohne Sponsor an den Start geht. Diesen Eindruck hat der Gespannfahrer im Rennen demonstriert, von Siegfried Schauzu mit der Helmkamera. Zum Rennen heute. Werner Schwärzl und Andreas Huber aus Meisenheim und Oberkirch belegten einen guten dritten Platz. Vielleicht können Schwärzl, Huber in naher Zukunft die großen Erfolge an sie anschließen. Michael Burkhardt war auf dem Hockenheimring auf dem Siegertreppchen mit dabei, zusammen mit seinem französischen Fahrer Alain Michel. Er gewann die Gespanngasse. Die Nummer 1, der Titelverteidiger aus England, Jack Taylor, mit seinem Beifahrer Bengt Johansson aus Schweden, wurden diesmal Zweite. Doch nun zurück zum zweiten Rennen von Toni Mang.